Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von CevDesk. Wenn du mehr über CevDesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Der Gohlinger Wasserfall ist ein Wasserfall, der sich bereits in Österreich befindet, aber trotzdem ganz in der Nähe zu Berchtesgaden liegt, also zu Deutschland. Es liegt also direkt an der Grenze und wenn du sowieso in Berchtesgaden unterwegs bist, kann ich dir nur empfehlen, auch mal diesen Abstecher zum Wasserfall zu machen. Für jemanden, der aus einer Großstadt kommt, ist es schon was Besonderes, wenn man dann mal durch die Berge fährt, nach Österreich rein. Da stehen auf einmal Kühe und Schafe am Straßenrand. Das ist man halt hier in Berlin überhaupt nicht gewohnt. Auch die Straßen an sich, wenn man durch die Berge fährt, sind sehr, sehr eng, sehr klein. Teilweise kann man nicht mal aneinander vorbeifahren. Da muss man dann warten in irgendwelchen kleinen Zonen. Das ist schon sehr aufregend und sehr spannend gewesen und teilweise auch manchmal ein bisschen abenteuerlich. Wir sind heute bei den Gohlinger Wasserfällen und ihr hört es wahrscheinlich schon im Hintergrund, wir sind noch ganz unten. Wir laufen jetzt ungefähr 10 Minuten, bis wir dort sind. Ich werde auf jeden Fall ein paar Langzeitbelichtungen machen, deswegen Stativ dabei und ND-Filter mit dabei und mal schauen, was wir heute so hinbekommen. Wetter ist echt gut hierfür. Es ist bewölkt, das heißt, wir haben keine harten Schatten und auch keine Sonne, die hier direkt reinstrahlt. Wir haben einen schönen Herbst-Moody-Look und ich würde sagen, let's go, ich habe richtig Bock. Wenn man den Wasserfall fotografieren möchte, dann wandert man nicht mal 10 Minuten dorthin vom Parkplatz aus. Wenn man dann dort ist, muss man einmal so ein bisschen über einen Zaun klettern und so ein kleines bisschen am Wasser entlang. Das ist teilweise ein bisschen rutschig, also ich würde das nicht mit Sportschuhen machen, da sollte man schon extrem gute Wanderschuhe dafür tragen. Aber dann bekommt man eine wirklich tolle Perspektive mit einem schönen Vordergrund. Irgendjemand hat da auch so ein Herbstblatt in den Vordergrund gelegt. Das hat man dann gerne als Vordergrund genommen, aber mir ist auch bekannt, dass das ein sehr bekannter deutscher Fotograf irgendwie öfter macht, so ein Herbstblatt in den Vordergrund zu legen. Habe ich dann auch direkt mal so in den Kommentaren gelesen bei Instagram, dass das doch ein Hashtag Jaworski-Bild sein soll. Von daher muss ich da in Zukunft ein bisschen aufpassen, damit ich meinen eigenen Stil wieder durchziehe. Ich habe auch dort wieder mit einem Stativ fotografiert und auch mit einer längeren Verschlusszeit, damit man das Wasser ein bisschen glatter zieht. Ich habe immer probiert, zwischen einer halben und ganzen Sekunde zu fotografieren von der Verschlusszeit her. Dadurch wird das Wasser nicht zu glatt gezogen, aber man hat auch nicht mehr diese harten Kanten drin, nicht mehr diese krasse Struktur und so bekommt man ein sehr schönes Gesamtergebnis hin, wo man schon noch sieht, wo das Wasser hinfließt, aber es ist trotzdem nicht mehr mit viel Struktur versehen. Ich habe auch hier wieder einen Polfilter benutzt, um vor allem die Grüntöne in dem Foto noch so ein bisschen hervorzuheben. Das hat ganz gut funktioniert und dadurch habe ich ein deutlich besseres Ergebnis im Gesamtfoto dann bekommen. Ich kann den Gohlinger Wasserfall nur wärmstens empfehlen für Fotografen, die auch mal einen Wasserfall fotografieren wollen. Er war jetzt nicht sonderlich gut besucht, von daher hat man da auch ein bisschen Platz gehabt. Es kann aber auch daran gelegen haben, dass wir Anfang November dort waren und das Wetter dementsprechend nicht mehr ganz so gut war. Im Sommer muss man dort Eintritt bezahlen. Im November war es dann schon so, dass man so durchgehen konnte. Nochmal vielen Dank an CevDesk für die Unterstützung dieses Videos.
Safdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben nochmal verlinke.